Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema HKR-Verfahren des Bundes 1. Welches System benutzt der Bund für seine Buchführung? Die Verwaltung der Bundesmittel durch Dienststellen innerhalb und außerhalb der Bundesverwaltung erfolgt zentral im automatisierten Verfahren des Bundes für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen oder kurz HKR. Die dazu ermächtigten Dienststellen können schriftlich oder auf elektronischem Wege Zahlungen oder andere Buchungen anordnen. Egal, ob diese Anordnungen schriftlich, elektronisch durch Bildschirmerfassung oder in Massen elektronisch durch sogenannte Schnittstellen übermittelt werden, alle Buchungen erfolgen im automatisierten HKR-Verfahren des Bundes. Diverse Verwaltungsvorschriften zur BHO schreiben die Verwendung des HKR-Verfahrens für die Bewirtschaftung und Überwachung der Bundesmittel vor, zum Beispiel die VV zu § 9 oder die VV zu § 34, damit bei der Buchung die anordnende Stelle, also der sogenannte Bewirtschafter, und der sachliche Zweck nachvollzogen werden kann, ist eine entsprechende strukturelle Verarbeitungslogik notwendig. Der Haushaltsplan des Bundes kennt, Stand 2020, etwa 5.100 Einzelpositionen, die sogenannten Titel. So viele Konten müssen dann natürlich im Buchführungssystem mindestens vorhanden sein. Wenn das Informations- oder Steuerungsbedürfnis es aber sinnvoll oder erforderlich erscheinen lässt, dann können die Bewirtschafter auch über mehrere Ebenen hinweg diese Titel in weitere Unterkonten, sogenannte Objekte, gliedern. Die Objekte dienen dazu, die Titel des Haushaltsplans nach sachlichen Gesichtspunkten weiter zu unterteilen. Um die Bundesmittel zutreffend an die einzelnen Bewirtschafter zuweisen zu können, sind die Kontierungen im HKR-Verfahren auch darauf ausgerichtet und erlauben die Unterscheidung nach aufbauorganisatorischen Gesichtspunkten. So kann schon anhand des bebuchten Kontos festgestellt werden, welcher Bewirtschafter zu welchem sachlichen Zweck eine Buchung angeordnet hat. Die so zu bebuchenden Konten werden im HKR-Verfahren als Sachbuchkonten bezeichnet. Die Sachbuchkonten werden identifiziert durch eine achtstellige Bewirtschafternummer, die beginnt für Mittelverteiler mit den Ziffern 01 und für Titelverwalter mit den Ziffern 03 und eine zehnstellige Titelkontonummer oder Objektkontonummer. Für die Verwendung des HKR-Verfahrens gelten eigene Verfahrensrichtlinien. Eine meiner Lieblingsabkürzungen aus dem Bereich: VERFRIP-MVTV-HKR. Die Verfahrensrichtlinien des Bundes für Mittelverteiler und Titelverwalter im automatisierten HKR-Verfahren des Bundes. Abgekürzt zu MVTV-Richtlinien. Für elektronische Schnittstellen sowie für Vorverfahren oder Subverfahren gelten besondere Bestimmungen. Die öffentlich zugänglichen Vorschriften habe ich euch natürlich in der Beschreibung zum Video verlinkt. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul, bis zum nächsten Mal.